Ohne. Schön. Was haben wir denn hier? Wo ist deine Kiste? Oh, ich dachte, der fällt wieder runter hier. Aha. Ja gut, Pinien brauche ich jetzt nicht. Honig. Na gut. So. Dann, das habe ich halt jetzt halt noch nicht, ne? Aber das packe ich jetzt auch nicht mehr in meine Tasche. Oder? Doch, ich habe ein bisschen frei gemacht, ne? Drei Slots, aber das konnte knapp werden. Deswegen gehen wir jetzt erstmal nach Hause wieder. Erstmal die Einkäufe wieder einräumen. Ich bin schneller als du, Ratte. Wo ist er denn hin? So. Viele schöne Sachen habe ich mitgebracht. Einmal das hier. Dann Kugale. Habe ich da Gold drin? Das könnte knapp werden, ne? Ich mache erstmal das andere rein. Muss ich jetzt schon wieder upgraden? Na, mach ich dann halt mal. Stock. Was ist das denn? Du hast sofort Hunger, sofort. Es kann sich besser erwärmen als viele andere alchemistische Gebräue und hat ein angenehmes, schmackhaftes Aroma. Stock. Mhm. Ich glaube, ich muss mal was mit Zwiebeln machen. Habe ich Zwiebeln neu, ne? Knoblauch? Ne, Zwiebeln. Irgendwas muss ich mal mit Zwiebeln machen. Hm. Das war's aber. Glaubst du, ne? Ja. Ich doch gleich mal, ob ich irgendwas ein Zwiebel, leckeres Zwiebel nicht mache, so ein Zwiebelsüppchen. Oder so. Sehe, dann haben wir hier Alkohol. Noch mehr Alkohol. Jetzt haben wir schon wieder ganz viel Wein, ne? Ich kann den Met auch mal wieder verkaufen. Und 10er Met. Und ein 10er Wein. Habe ich genug. So. Dann haben wir hier aber das Essen. Das reicht mir hier erst einmal, was ich habe. Dann hätten wir hier nochmal Rauchpfeile und da Eisenkopf. Truhen. Das und das. Butterkrautbalsam ist Energie. Salbei ist Energie. Schmeißen wir erstmal da rein. Einwells Heilung. Okay. How are you doing? Komm, ich habe Alkohol für dich. 10 Stück. Und dann hätten wir nochmal 10 Wein. Dankeschön. So. Gucken wir doch mal, ob wir hier so ein paar Heiltränke herstellen können. Wein will. Da müsste ich ja jetzt welches ernten können. Ah, 100 Stück.
Kriegen wir nicht mehr die Truhe rein. Was sind das für Stacks? Ich weiß, dass ich jetzt zwei noch habe. Kriege ich noch mehr rein. Ja, da kriegen wir aber auch noch. 15 müssen wir noch reinkriegen, oder? Ja. Ah, alles voll. Okay. Boah, schon mehr Pfeile, ne? Schmeiß mir hier kurz mal einen Metallbarren. Stahlbarren meine ich. Nur zwei Stück. So, der war das diese tödliche Substanz, die man mit Pfeilen benutzen kann zusammen, aber ich habe bisher nicht rausgefunden, wie das geht. Deswegen machen wir jetzt erst einmal Beinwell. Knoblauch. Okay, Knoblauch. Zwei kriege ich da nur hin. So. Guck ich gleich mal, ob der Knoblauch verkauft. Warte. Achso, hier habe ich. So. Dann den Trank halt nochmal. Skupisse, ne? Nee, Schnecksee. Was brauche ich denn? Skupisse? Galle. Galle hier unten, Mutterkraut. Das ist größer. Oh, das ist bessere Heilung. Kriege ich da vier Stück hin? Ja, eins habe ich ja schon, ne? Nee, das Klette. Okay, ich kriege fünf Stück hin. Ja. Boah, für meinen nächsten Endkampf bin ich gerüstet, ne? Aber der dauert halt noch, bis ich zu dem komme. Was ist das da? 92 Gesundheit. Das ist jetzt 230. Ja, das ist Energie. Oh, Energie ist das. Ja, gut. Na gut. Gesundheit. Gift. Ist, das man nicht benutzen kann. Falls irgendjemand weiß, wie man das benutzt, kann er ja gerne mal sagen. Ich bin zu doof dafür, das irgendwie anzuwenden. Okay. Ja. Feuerpfeile hatte ich, hätte ich auch beim Kampf anwenden können. So, wie viele? Fünf Dietriche. Was kosten die nochmal? Ich glaube, Kupfer, ne? Werde ich die auch noch herstellen? So. Einmal die Birke, bitte. Dann hätten wir zweimal die Pfeile. 80 hatte ich nicht noch welche über, oder habe ich? Doch, die hatte ich noch über. Hm. Dann das darüber und dann wäre ich eigentlich soweit. Es wird immer mehr hier, aber muss, ne? Et muss. Habe ich noch Pünktchen? Vielleicht kann ich das Inventar ja nochmal erweitern. Tieftaschen. Das ist dieses Symbol. Würde hier nochmal sein. Oder hier. Chance auf Beute beim Holzfüllen. Boah. Hä? Regeneration der Ausdauer. Oh, das finde ich gut. Chance auf Minenausbeute. Nehmen wir. Maximale Energie ist auch ganz gut.
Ich wäre dann jetzt für die Gesundheit doch so ein bisschen. Vielleicht nochmal Bogenschussschaden? Gibt's da irgendwas? Hier unten, ne? Bogenreichweite, das ist auch nicht schlecht. Was ist das? Bogenenergieverbrauch. Bogengenauigkeit. Oh, das. Was nehmen wir? Dann ein zweiter Magen, Hungertoleranz. Ich ist nicht so schlimm, ne? Ich muss am Ende noch irgendwie loswerden. Bogenschaden, hier. Wohl. Also nehmen wir das. So, jetzt gehe ich weiter Ruinen machen und hoffen, dass ich mal so eine gute Truhe bekomme. Nicht wahr? Gehen aber erstmal da hoch runter speichern. So. Da bin ich doch fast durch hier. Das freut mein Herz. Also in dem Gebiet, ne? Da kommen ja noch andere. Hier. Was ist da bitte? Das ist bestimmt so eine tolle Truhe. Ich hab da ein Gefühl. Oben am Baum ist eins und dann da unten. Die Nummer 3 ist ein Kästchen. Und die Nummer 2 ist so eine Libelle. Also Nummer... Reisekästen. Hier kommt die Labelle. Weil ich wissen wir nicht. Ist auch egal. Macht gleich Klick. Eine grüne Aufwertung. Verbesserungsschwelle für grün, aber. Ah, ja. Okay. Naja, haben wir schon mal für die nächste Rüstungsstufe, ne? Ist auch nicht schlecht, nehme ich auch. Wow! Seit wann sind denn da Stacheln in der Mitte? Au! Guck mal hier! Ich bin fast tot! Waren da noch mehr? Schweinerei! Ja, muss ein bisschen Alkohol auf den Schreck trinken hier. So! Dann haben wir das abgeschlossen. Platsch. Ja, das hat gut funktioniert, hier drüber zu springen. Die. 8280. Hier geht noch mehr. So. Ich finde, wir sollten jetzt... was ist das denn? Das ist so ein... Bestimmt hier so Felsbinden. Wenn man da durchgeht, das ist halt so ein typischer... Also Hinterhalts. Platz. Gehen gerade mal hier rüber und dann gehen wir da runter. Zur Ruine. Da hab ich ein Gefühl, dass wir da was Tolles finden. Ganz bestimmt. Wenn das was Kompliziertes, dann heul ich. Bin ich richtig? Ah, no, nee, na, Nee, habe ich jetzt keine Zeit für, ne? Mann. Habe ich bestimmt schon gemacht, ne? Wenn das dann. Das wahrscheinlich noch nicht. Es kann. Ich habe es aber diesmal verstanden. Er kann ja nicht so schlimm sein wie das andere.
Hier, guck mal, da ist das Bett. Da wollen wir noch mal kurz gucken. Also wir fangen mit links. Das ist links, ne? Wenn man das umdreht, ist das links. Das heißt, wir sind hier auf dem. Was ist denn das? 1, 2, 3, ne? Der dritte ist auf dem Balken. Dann ist hier der zweite. In der Mitte ist der zweite. Von unten dann. Jetzt ist es von oben, aber von unten dann. Und hier wäre dann der erste auf dem Balken. Wie war's? 3, 2, 1, glaube ich, ne? So. Wie, das ist jetzt falsch. Und hier ist das andere. 2. Letzte. Erste. Okay, ich hab's falsch. 2. Letzte. Erste. 2. Letzte. Erste. Das müsste richtig sein, ne? Jetzt habe ich den anderen falsch gemacht. Zwei, drei, vier. So. Also. 4, 3, 2. 4, 3, 2. Wollt ihr mir folgen? 4, 3, 2. Oh, ja. 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 4. 3. 2. Wo ist jetzt aber? Aha. Ich hab das verstanden. Ich hab's verstanden. Bin begeistert. Ich bin halt auch doch noch Lehrfische beim Alter, ne? Dauert zwar ein bisschen länger manchmal, aber wenn ich es kapiert habe, habe ich es kapiert. Können wir nicht mal Geldsäckchen zu sammeln hier. Ah, normale Truhen. Soll ich die anderen Truhen mit haben? Doch, schön. Ging ja schnell. So. Kommst doch zügig durch hier heute. Ja, gehen wir gleich zur nächsten, ne? Oder soll ich, was ist das denn für eine? Bergwerk und Trine, unbekanntes Erz. Oh. Aha, aber ich mache das fertig und dann gehen wir darüber. Oh. Ja, da war ich ja gerade. Okay. Was ist das für ein Wetter hier jetzt? Nee, das ist zum Tageslichträtsel. Ah nee, das ist sowas, okay. Ah, da ist einer und da ist einer. Gut. Nur 2. Tempelkreuz. Templerordenkreuz im Kreis. Nummer 2, das ist Nummer 1. 1 ist die Raute. Was ist denn der Zirkel? Oh, was bist du denn für einer? Was hat der gemacht? Feuerpfeile? Ja.
Level 38, das hatte ich jetzt auch noch nicht, dass hier irgendwie... Ja, ist das der Typ mit der Kapuze und den Öhrchen drauf, der den einen gesagt hat, komm zu Roshi Abbey? Das bist du doch, oder nicht? Weil ich dachte erst, es wäre so einer von diesen Wölfen. Oh, fuck. Eine gelbe Truhe. Da kriege ich nicht mal viel Geld für. Ah, okay. Meine Truhe, die, nicht die Truhe, die ich eigentlich haben möchte. Säure kann verwendet werden. Da ist bestimmt so ein Aufwertungsding. Säure. Säure. Da habe ich jetzt gerade nicht dabei, ne? Oder? Hm. Okay. Das hier. Oh, merke ich mir das, dass man hier noch rein kann? Bin mir gar nicht sicher. Ich gehe erst hier hin, falls ich sterbe, dass ich da direkt wieder hinkomme. Okay. Okay, wo ist das? Hier unten drunter. Da ist Säure. Also da muss ich Säure anwenden. Das ist keine Säure, da muss ich Säure anwenden. Mensch, da haben wir mal eine nette Rampe hingemacht. Pinie, nee. Brauch ich alles nicht. Mach mal da lassen, ne, wenn man es nicht braucht. Oh. Da war denn der Grace? Wo geht denn her? It's me. So Robin Hood from the Sherwood Forest. Ich freue mich, euch zu treffen. Meine Fähigkeit ist gut. Ah. Das nutzt der natürlich jetzt aus. Wie, der hat nichts gedroppt noch, oder? Leer links, okay. Krautbalsam. Ja, dann müsste ich zum Dorfschutz. Ja, mache ich jetzt aber noch nicht. Geht erstmal hier. Aber die Abteiler von den Menschen hat schon Spaß gemacht, vor allem mit dem vielen Gold. Was man da gefunden hat, was ist das denn? Wo bin ich? Das Lager der Söhne Adams. Ja. Ja. Thank you.
Was denn? Wo denn jetzt? Die kriege ich nicht klein. Nee. Die sind zu stark. Was sind das denn für Le Was ist das für ein Level? Soll ich mich echt mit denen anlegen? Okay, einer weniger, einer weniger! Ah! Söhne des Adams sind das. Söhne Adams? Was ist das denn für eine? Adam von Eva? Komischer Typ. Ah, ich hätte tatsächlich so einen Wildschweinbraten essen können. Hat er eine Truhe gedroppt? Nee, ne? Was ist das denn? Ist das? Bernstein. Okay. Na gut. Säure. Soll ich das mit der Säure jetzt noch machen? Wie voll ist denn mein Inventar? Geht noch, ne? Wartet ihr fertig, dann gehe ich dann noch Säure holen am Ende. Oh, da war ein Zaun. Da war ich schon, okay. Ja, sowas meine ich, ob das jetzt hier, ob ich sowas hier rausschneiden soll. Weil es zieht sich ja dann doch ein bisschen mehr. Nichts zur Handlung zu tun. Bin ich mir eigentlich nicht so sicher. Na? Ja, auch hier. Was ist das? Den unfairen.
Schweden hier wieder. Unsterben. Okay, ich bin zu weit weg. Da bin ich zu weit weggerannt. It's the enemy. It's me, so Robin Hood, für die Stellen. Mario. Das war nur wegen dir hier. Die haben das verbessert, ne? Früher, als einer gehumpelt hat, wurden alle langsamer. Das ist jetzt nicht mehr so. Schade. Du bist das schade. Ich muss mich erstmal, glaube ich, um den hier kümmern. Ich weiß nicht, was du gegen mich schaffst. Oh, fuck. Auf! Auf doch! Auf doch! Ich will auch nicht zu weit weg. Oh, oh. Dich aber in die Richtung drehen. Er hat einen Thron gedroppt. Shoot him in the legs. Nicht dein Ernst, nicht dein Ernst, nicht dein Ernst. Ist doch. Habe ich nichts mehr? Ich hab nichts mehr. Dass diese hochleveligen Gegner noch gelbe Truhen droppen. Das verstehe ich nicht so ganz, ne? Na gut. Hier ein Truhe-Lehrling. Die Truhe des Lehrlings, meine ich. Was ist das Kuhpisse? Schneckensirup. Ne, Schneckensirup ist tatsächlich viel besser als Kuhpisse, ne? Kuhpisse ist jetzt nur. Ich meine, Kuhgalle. Ist für die Ausdauer. Die ich auch mal mehr annehmen anwenden sollte. Wo haben wir mal übersehen? Da vorne wahrscheinlich. Guck mal, ich hab doch hier noch Stahlkopfpfeile. So. Wie sieht's eigentlich mit meinem Bogen aus? Braucht der Reparatur? Ne, Schwert brauchst du wieder Reparatur. Guck mal hier. Schön. Was ist denn? Reparaturwerkzeug gefunden. Ein blaues. Ja, das passt ja. Ah, eine Truhe. Ein Lähmungsfall. Oh, das ist natürlich interessant. Habe ich den schon? Nee. Hm. Also vielleicht mal.
Was ist das? Niedrig. Ja, ich glaube, das war nicht. War es das? Da ist noch ein Säckchen. Okay. Dann hierhin. Ist ein Bett in der Nähe. Sind dann da keine Feinde oder muss ich das freikämpfen? Das ist auf jeden Fall ein unbekanntes Erz. Da bin ich jetzt gespannt, ne? Was das sein soll. Oh, ich muss da lang. Nee, da ist doch. Hallo? Seid ihr nett? Das sind nette. Hey. Guck mal, ich schmeiß hier schon mal das Zeug rein. Wenn ich schon mal hier bin. Und den Lähmungsfall würde ich gerne. Das muss ich abgeben, ne? Oh, okay. Dann gucken wir doch da mal, was es da für ein Erz gibt. Da dürften keine Schweine sein, ne? Wenn mir Freunde das den Eingang bewachen. Ich hoffe es doch. Ich hoffe es doch sehr. Sieht aus wie Silber. Was ist dann? Unbekanntes Erz. Ach nee, das ist einfach das unbekannte Erz, was ich eh schon habe. Das hat sich bisher nicht identifiziert, oder? Hat nicht gesagt, ich heiße so und so. Bisher. Ja. Ja, wenn wir schon da sind, nehmen wir halt mit. Jetzt wieder sowas, was ich. Na doch, jetzt. Da kommt ja hier mal hin und wieder mal so ein Brocken, den ich dann nicht zerkloppen kann, weil er da einfach nicht anvisieren kann. Was ist das? Trifft aber was. Ja, aber. Ah, jetzt wieder. Ah, okay. Etwas? Oh, da liegt ein Armband. Ich meine, ich habe noch unbekanntes Erz in meiner Truhe, deswegen werde ich jetzt. Ja, das reicht mir jetzt eigentlich. Gucken kurz mal. Zwiebeln. Wollte ich nicht was mit Zwiebeln machen? Will. Gesundheit. Ah, da passt noch genau hier 5 Stück. Das war's. Okay. Oh, da habe ich aber viel vergessen. Passiert, ne? Hallo, hallo. So, und dann nennen wir doch hier den Rundgang schon beendet. Thank you.
Takeaway sind das schon wieder. Komm ich hier hoch, ne? Da schieße ich ja einfach alle von oben platt. Achse den weg hier. Okay, die sind nicht so stark wie die anderen. Fall mir da nicht runter. Kommt der wieder hier hoch? Muss ich auf den warten? Kommen sie hoch, der Herr? Nicht. Habe ich eigentlich eben gedacht, der wäre tot. Jetzt ist er tot. Oh no. Steht der da jetzt die ganze Zeit? Oh, ich habe ihm runtergeholfen, ich bin noch nett. Ja, ich bin ein sehr sozialer Mensch. Yay. Wieder null. Von Gegnern kriege ich nicht diese tollen. Bin ich ja froh, dass ich die Triche nachgemacht habe, ne, bevor ich los bin hier. Ah, habe ich noch welche? Drei Stück. Für sowas. Ein Stein. Okay, eindeutig war dabei. Das sieht oder was? Ja. Dann dürfte ich. Naja. Ich würde sagen, ich gehe jetzt Säure holen, damit ich das hier nicht vergesse. Das ist ja nur noch das da unten. Ich glaube, die Quest
Wird mich hierhin oder hierhin? Ja, und dann bin ich fertig mit dem Gebiet. Mache ich das? Ich habe... Oh, keine Ahnung. Ich habe keine Zeit mehr eigentlich. Müsste ich dann am Anfang das nächste Mal machen. Mhm. 10 Minuten? Das dauert bestimmt länger. Wer weiß, was das für eine Quest ist, die der mir da gibt. Aber ich könnte die Quest ja noch annehmen. Da kann ich noch machen. Hallo. Ich brauche Säure. Wenn ich schon hier bin, packe ich erstmal mein Zeug weg. So. Habe ich dieses unbekannte Erz hier überhaupt schon drin? Nö, hatte ich noch gar nicht. Der Aal geht da nicht mehr rein. Ich meine, ich hab's ja. Das war's schon. Okay. Nicht verkaufen. Schafgarbe. Habe ich noch Schafgarbe hier drin? Nee. Mutterkraut. Oh, da hatte ich noch 5 Mutterkraut hier drin. Habe ich. Okay, das werde ich wegschmeißen. Ich meine, nicht verkaufen. Hier ist nochmal Schafgarbe. Die habe ich gerade reingemacht, ne? Nehme ich mit. Was ist das denn hier? Salbei. Zweimal Salbei-Stick. Da kann ich auch mal 5 verkaufen. Die werde ich alle nicht mehr aufbrauchen. Ich habe ja auch jetzt das Größere, das Bessere dabei. So. Kupferkopf. Die nehme ich mit und schmeiße die irgendwo in irgendeine Truhe rein. Auf, unterwegs. Wenn ich dran denke. Gegengift. Hm. Okay. So. Ich gehe mal beim Händler das Zeug verkaufen. Hallo. Hallo. So, hier, das hier bitte. Das hier. Das hier. Salbei 5-mal. War's das? Ich habe noch einen Dolch da. Schön. Okay. Säure. Ja. Macht man die? Konnte ich das nicht irgendwo machen? Säuerli. Ach ja. Ah, wo ich Schwefel 2-mal. Pyrit. Was ist das denn hier? Da hätten wir hier einmal die Säure. Gut. Dann wenden wir die doch mal an. Ja, gut. Hier.
Boah, das ist voll großes Gebiet eigentlich, ne? Ich bin jetzt ziemlich froh, dass die Schnellreisepunkte ziemlich dicht gesetzt haben hier. Das ist ganz schön gut gemacht. Da steht noch die Kutsche mit dem Pferd. Wie lange steht es da jetzt so rum? Hallo? Na, wie ist es so? Todesschmiede Mais plus 3. Oh, ich habe eigentlich auf eine blaue gehofft, ne? Och. Wenn die das schon mit Säure und so versperren, dann weiß ich nicht. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Schade. Wie komme ich jetzt hier hin am besten? Ist es nicht so weit weg? Hier. Ich glaube, das ist ja näher. Ja, da gehe ich jetzt noch hin und gucke, was das für. Was der für eine Quest hat. Ich komme durch dieses Örtchen hier. Ich glaube, ich... Ist das... Muss ich da wieder kämpfen? Was ist denn das hier? Warum ist hier keiner? Ist das doch eine Trap? Ah, das habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Ne? Hab ich schon mal gemacht? Rein. Ist das leer? Ah ja, das ist doch so eine Folter-Dings. Die Truhe hier schon gelootet. Ja. Okay. Was ist denn dann das da? Was ist denn das hier dann? Da war ich bestimmt auch schon. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern. Nee, wie geht's hier runter? Lagerhaus der Degrees ist da noch. Ja, da ist ja wahrscheinlich die Quest für das Lagerhaus. Soll ich irgendein Erbstück oder so rausholen? Wenn das halt, wenn das wirklich nur so eine Quest ist, dann würde ich die ohne Aufnahme machen. Wenn wieder nur so eine Erbrückenrolle-Option ist. Oh. Ist der gefangen? Die sind unter mir. Oh. Bestimmt was Größeres. Was ist das da? Ein Sarg? Nee, ist eine Truhe. Okay. Logisch. Ich trotzdem mal da vorne hin. Ah, da steht einer. Ah, da muss ich in so eine Mine rein. Ist das eine Mine? Oder ist das wieder so ein Dungeon? Bestimmt wieder nur so ein Dungeon, ne? Hallo. Who are you, Bandit? In the name of the sovereign, stand and be recognized. Junger Mann, Fremde als Bandit zu beschimpfen ist auf jeden Fall keine gute Idee. Young man, slandering strangers as bandits is never a reasonable idea. Besonders in dieser Gegend. Ich bin Robin Hood. Especially around these parts. I'm Robin Hood. Robin Hood? Lord, forgive me my sins, for I am ready to stand at the pearly gates. Ganz ruhig, Teig. Teig, du bist nicht in Gefahr. Hast du jemals Geschichten über den Robin, den Blutigen, gehört? Easy there, Teig. You're not in danger. Heard some stories about Robin the Bloody, have you? No, I mean yes. So you won't split me head to toe and hang my guts in the trees? Egal, ganz gleich, wie sehr du es sehen willst. Sprechen wir mal Klartext, okay? Wer bist du und was machst du hier? No matter how much you'd like to see it. Let's make this conversation serious, shall we? Who are you? And what are you doing here? Wymond, Master Robin, squire to Sir Audley. The wave seized my master. Knappe. Die Verschmähten entführten mein Meister. Ooh. Ist es nicht deine Pflicht, ihn zu retten? Is him coming to his rescue your duty? Los, geh ich töten. Opfer dich. It is. Forgive me, my lord, it is.
But there's a whole band of them. I can't do it. Oh Junge, ich kümmere mich darum. Nur um dir zu zeigen, wie viel Wahrheit in den Geschichten bei mir steckt. Das ist wohl der Angeber, ne? Oh, lad. I'll handle it. If only to show you how much truth there is to the stories about me. What are you going to do? Kill me? Du musst nicht besonders scharfsinnig sein, um Knappe zu werden, oder? Ich werde deinen Meister retten, Weimund. You don't need to be particularly sharp to become a squire, do you? I'm going to save your master, Weimund. For true? Thank you. Thank you, Robin. Their camp is that way. Be careful. I'll wait here to treat my master's wounds. Wie du willst, warte hier auf uns. As you wish. Wait here for us. Ja, das werde ich aber beim nächsten Mal machen. Habe ich Platz? Ja. Ja, ich hin, ne? Warum habe ich noch? Oh, ja. Ich habe kein Wasser mehr, egal. Aber ich würde zurück zum Camp erstmal. Hier irgendwo. Es sieht halt groß aus, ne? Ich weiß nicht, wie viel ich von denen hier brauche. Jetzt habe ich noch mehr. Ich habe jetzt noch mehr guter Kraut hier. Nee, ich will jetzt erstmal zurück nach Hause. Und dann gehe ich beim nächsten Mal hier hin. Da das eine Quest ist, werde ich das auch aufnehmen. Wir müssen ja den guten Ritter retten. Dann mache ich den Rest jetzt dann das nächste Mal noch hier und dann geht's so hoch in das Gebiet. Bin gespannt, ne? Ich weiß nur nicht, wie sehr ich mich hier mit diesem kleinen Klimbim-Zeug aufhalten soll, was ich jetzt gerade eben gemacht habe. Ob ich das dann einfach rausschneide. Bin mir auch nicht sicher, ob ich das jetzt hier vielleicht rausschneiden soll. Da war jetzt auch nicht so besonders interessant. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich habe jetzt nämlich keine Truhe gefunden, ne? Hm. Dann geht es erstmal nach da oben. Okay, dann würde ich an dieser Stelle schon mal Schluss machen. Um das Inventar und so aufzuräumen und so. Mache ich dann von nebenher mal, ne? Denn ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen und man sieht sich dann beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.